Hey, Christian, mach keinen Fehler. Nein, bestimmt nicht. Christian, tu das nicht! Olivia, verzieh dich, das ist meine Sache. Aber das bringt doch nichts. Doch, wir schon. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Dreckschwein frei rumläuft, während Olli im Krankenhaus liegt und vielleicht stirbt. Ich wollte deinem Freund nur eine kleine Abreibung verpassen. Kommt er doch nicht. Halt die Klappe, du Arsch! Olli wird die Operation ganz gut überstehen, okay? Und danach braucht er dich. Mann, Christian, du bist auf Bewährung draußen. Wenn du diesen Saftsack mit diesem Ding hier verprügelst, dann bist du gleich wieder in U-Haft. Glaubst du, Olli, würde das gefallen? Denkst du nicht, es wäre ihm lieber, wenn du neben seinem Krankenbett sitzt, wenn er aufwacht? Oliver wird im Laufe des Tages zu sich kommen. Und dann? Leonard, ich meine, wird er wieder gesund werden oder besteht das Risiko, dass er... Ob das geplatzte Aneurysma irreparable Schäden verursacht hat, können wir natürlich erst dann sagen, wenn er wirklich aufgewacht ist. Ja, natürlich. Egon. Hört mal, Oliver wird anfangs wahrscheinlich Probleme mit der Sprache haben. Möglicherweise auch Lähmungserscheinungen. Macht euch deshalb bitte nicht zu viele Gedanken. Das ist nach so einer Operation völlig normal. Danke, Leonard. Bis später. Ich habe Christian immer noch nicht erreicht. Sein Handy ist ausgeschaltet und er ist weder in der WG noch im No Limits. Oh, Gregor, halten Sie es für möglich, dass er Dummheiten macht und... Und sich diesen Axel vorknöpft? Ich hoffe nicht. Du hättest dich nicht einmischen dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Olli das anders sieht. Ja, wenn er überlebt. Und was ist, wenn nicht? Er wird das schon schaffen. Und danach wird er dir genau dasselbe erzählen wie ich dir. Nämlich, dass diese Aug-um-Aug-Aktionen immer nach hinten losgehen. Sorry, Olivia, aber du bist genau die Richtige für solche Moralsprüche. Was wolltest du hier überhaupt? Ich wollte mit diesem Kai sprechen. Vielleicht sagt er ja doch noch gegen Axel aus. Olivia, die halten alle zusammen. Ja, aber du hast doch selber gesagt, dass Kai nervös geworden ist. Wenn er erfährt, was mit Olli passiert ist, was hast du denn vor? Ja, was wohl? Ich werde diesem Schwachmaten im Boxrum mal klar machen, was mit Olli wirklich passiert ist. Keine gute Idee. Lass mich das lieber machen. Ich weiß ganz genau, wie ich mit diesen Typen umgehen muss. Ich werde mit Kai sprechen, okay? Du wirst dich da raushalten. Los, zisch ab. Ja? Gregor hier. Gibt's was Neues? Die OP ist soweit gut verlaufen. Olli liegt jetzt im künstlichen Koma und wir wissen nicht, ob er bleibende Schäden behalten wird, aber er lebt. Oh, Gott sei Dank. Das muss ich gleich Christian erzählen. Er wollte gerade Axel verprügeln mit einem Baseballschläger. Was? Ist er bescheuert? Woher weißt du das? Wo bist du? Was willst du denn hier? Hast schon wieder vor, mich zu verprügeln? Brauchst du dafür etwa einen Baseballschläger, du feige Tucke? Was ist? Traust dich wohl selbst damit nicht, Max, wenn ich dir damit hätte den Schädel einschlagen wollen, dann hätte ich das gerade eben draußen gemacht. Aber im Gegensatz zu dir bin ich kein Mörder. Keiner interessiert sich hier für dein Gelaber. Feige Tucke. Zisch ab. Ich entscheide, wann ich gehe, okay? Aber vorher habe ich noch was zu sagen. Olli ist erst 28. Und vielleicht wird er nie 29. Vielleicht ist er schon tot. Und das alles, weil dieser Typ seinen Frust an ihm ausgelassen hat. Weil ich ihn im Ring sportlich und fair besiegt habe. Und ihr alle. Ihr wisst davon, weil er sogar noch damit angegeben hat,
Und ihr sagt euch wahrscheinlich, hey, die Schwucke, die er jetzt verdient, hä? Hä? Aber diese Schwucke, die ist ein Mensch. Ein toller Mensch. War's das? Den Schmalz hält doch keine Sau. Nein, Axel, das war's noch nicht. Du bist ein Feigling. Du hattest es nötig, mit dem Schlagstock auf Olli loszugehen, obwohl er dir körperlich eh schon total unterlegen war. Und ihr hier? Ihr redet irgendwas von Ehrenkodex oder was? Deswegen könnt ihr keine Aussage bei der Polizei machen? Ihr seid so arm. Wie lange willst du eigentlich noch hier rumnerven, Tucke, hä? Merkst du nicht, dass sich keine Sau für dein Gejammer interessiert? Olli hat die OP gut überstanden. Er lebt. Ja, komm mit, wenn er aufwacht, will er dich bestimmt sehen. Diese Vollidioten hier raffen doch sowieso nichts. Ja. Leider. Sofort die Krankenschwester, okay. Okay. Was willst du denn hier?